Zweiter Versuch. Diesmal schaffen wir es. Wenn nicht, dann lasse ich mir was Fieses einfallen, wie ich Martin zu Tode erschrecke. Was soll, warum lässt du das an mir aus? Ja, weiß ich nicht, ist ja sonst keiner da. Den Slender erwische ich ja nicht. Ja, also ich friss es halt nicht rein, wie jeder vernünftige Mensch. Nee. Ich muss auch nicht an mir auslassen, finde ich nicht okay. Okay. Boah. Ja, scheiße, jetzt habe ich doch wieder, ich habe gedacht, wir hätten das ein bisschen im Griff. Also trotzdem, im Haus zuerst, weil da ist man, das ist die fieseste Todesfalle, die es gibt. Das Problem ist, dass das Haus auch das Schlimmste ist am ganzen Spiel. Ja, aber am Anfang ist es easy. Wir gehen da rein und holen die Sachen raus, das ist ja kein Ding. Und deswegen holen wir da als erstes die Seite. Ja, und dann... Meinst du, es bringt was, wenn ich einfach zwischendurch ja. nicht so langsam gehe, sondern immer so kurze Sprints einlege, solange bis ich mich wieder erholt habe? Erholt sich dass ich, dass ich halt, dass ich den Abstand zu ihm aufrechterhalte. Ich weiß es nicht. Ich glaube, den Sprint soll man schon aufheben, mindestens für die fünfte Seite, so ab da, sechste Seite. Ich glaube, dann gibt er nämlich okay. richtig Kette. Also hier am Turm ist schon mal eine, das okay. wissen wir jetzt schon. Jetzt gehe ich mal rechts am Turm vorbei, da ist der Zaun. Vielleicht orientieren wir uns so ein bisschen, genau. Ja. Ist eigentlich die Karte doch jedes Mal anders oder ist es immer die gleiche? So also sicher ich habe im letzten Mal eine gesehen, da hat jemand das aufgezeichnet und es kam das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn die Karte nicht immer gleich wäre. Ich weiß, hat er sich irgendwas aufgemalt? Aber ja, mag sein. Sie kam mir insofern nicht bekannt vor, weil zum Beispiel jetzt gerade war das erste gerade aus der Turm und das letzte Mal war das erste gerade aus der Baum. Vielleicht also ist das der Startpunkt anders. Ja, das kann, ist möglich. Und die Karte ist immer gleich. Aber das kann man sich doch irgendwann mal merken. Wir spielen das nochmal durch, ich will es schon sehen. Wie viel hat Gronkh geschafft in seiner Folge? Keine Ahnung, ich habe den Anfang geschaut. Ich habe nur den Anfang geschaut. Das reicht mir selber zu spielen. Obwohl ich muss sagen, Zuschauen ist bei weitem nicht so gut. Also manche schreiben ja auch immer, ist gar nicht so gruselig, gucken sie sich das halt an. Und Zuschauen ist auch bei weitem nicht so gruselig, wie halt wirklich gerade live das zu erleben praktisch. Ja. Ich habe das zu Hause nochmal auf dem Fernsehen geschaut mit meiner Freundin und mit einem Freund auch nochmal. Und das war dann auch schon eher Spaß. Ja, ja. Gerade also mit unseren Fressen, die da halt auch ein bisschen der Spaß am eigenen Leid. In die Kamera gucken, aber das selber spielen, ist halt immer fies. Wie immer posten wir in der Beschreibung, hier, also nicht direkt hier, weil hier ist das Video, sondern unter dem Video, da drunter, einen Link zum Spiel. Da könnt ihr euch das dann selber runterladen und auch mal ausprobieren. Diesmal verlinken wir auch die aktuelle Version. Die haben wir zuerst die 091 gespielt oder so und das jetzt die 094. Wir verlinken immer die aktuelle Version. Wir verlinken ja das, die Spieleseite. Ja. Und da ist immer die aktuelle Version zu. Ich finden. Muss jetzt einmal im Kreis gehen, aber ich habe noch keine Seite aufgesammelt. Das heißt, der darf eigentlich noch gar nicht da sein. Aber wer weiß. Ich gucke nur an den Steinen mal. Also am Turm war schon was. Komm, Slendy, komm da raus. Ja, 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 ja. Wo ist er? Wo ist er? Ja, ja, ja. Ja. Hakt ab. Hängt schon wieder. Da ist nichts, oder? Zumindest, oh doch, 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 da war es. Da ist ja. eine Seite, okay. Genau, no, 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 no. Das sagt doch auch die Haushälterin bei Family Guy immer. No, 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 Consuela. Was Spanisch, glaube ich, für Haushälterin ist einfach. Das weiß ich nicht genau. So gut ist mein Spanisch nicht. Das war so fies das letzte Mal, als ich dann nach unserer Slender-Session heimgegangen bin. So jede Person, die irgendwie auf der Straße, und das war schon relativ spät, da rumstand, war halt per se schon mal verdächtig. Das war bei mir genau andersrum. Ich konnte das sehr gut unterdrücken, eigentlich so auf dem Heimweg und auch, ich muss noch so ein Stück, also nicht durch den Wald, also durch so ein Stück, so ein dunkles, dunkle Abkürzung gehen praktisch. Ja. Und ich war ganz halt relativ entspannt und gesagt, alles Quatsch. War alles raus. Echt okay, als ich unterwegs war. Dann habe ich halt geschlafen und ich bin in der Nacht dreimal aufgewacht mit Albträumen. Hast du denn auch vom Slender geträumt oder von irgendwas? Ich weiß es nicht mehr genau, das kann ich halt nicht genau sagen. Ach, da ist dieses kreuzförmige Mauerstück. Wo ist das? Ja. Oh, jetzt hat er uns gleich, oder? Was ist da los? Ich schaue ihn direkt an, glaube ich, kann das sein? Oder jetzt schaue ich ihn direkt an. Nee, ich, war, oh. Ah, dann habe ich ihn direkt angeguckt, aber ich habe doch keine Seite aufgehoben. Warum? Wahrscheinlich, weil wir schon zu lange rumtun. Lahm, ich traue mich gerade nicht, das Licht anmachen. Wahrscheinlich steht er dann direkt vor uns. Aber eigentlich. Nee, das Licht. Nee, oder? Fuck, wir müssen noch ins Haus. Ja, das Haus ist aber. Kein, weiß ja geil, wo das Haus ist. Der ändert ja auch ständig was. Und wahrscheinlich hat er diese Taktik unterbunden, dass man erstmal am Anfang einmal in Ruhe im Kreis gehen kann und alle Seiten einsammeln kann. Also der Entwickler wird ja auch da was gegen gemacht haben, weil es nimmt ja viel vom Spiel raus. Der wird wahrscheinlich dann auch jetzt. Schon, dass er auch am Anfang kommen kann. Dann wir gehen trotzdem erst im Haus, weil der wird immer schneller. Ja, aber ich weiß nicht, wo das Haus ist. Dann suchen wir es. Da sind die Tanks, das ist schon mal ein Anfang. Okay. Nee, was ich noch kurz zu Ende erzählen wollte, ich weiß nicht, wovon ich geträumt habe. Ich bin halt dreimal aufgewacht, habe total schlecht geschlafen. Und dann bin ich morgens um 5 nochmal aufgewacht und hatte keinen Bock mehr. Ich war so genervt. Dann habe ich mich an den Computer gesetzt und Diablo 3 gespielt zum Abstumpfen. Das hat ja, einigermaßen gut funktioniert. Klappt super mit Diablo. Dann war ich irgendwie 6:30 total müde, habe noch eine Stunde geschlafen und bin dann zur Arbeit. Es war ein super Tag. Ich habe ja
Ich mache nie in meiner Wohnung alle Lichter an. Ich bin nicht so der, wo es in jedem Zimmer taghell sein muss. Mhm. Und nach der letzten Slender-Session habe ich tatsächlich zum ersten Mal alle Lichter angemacht, weil es unmöglich war, irgendwo ein dunkles Eck im Haus zu haben. Das war unerträglich. So, und dann gehe ich ins Bad und was ich normal auch nie mache, weil ist ja sonst niemand, stehe ich eben zur Abendwäsche am Waschbecken und habe aber die Tür von innen zugesperrt. Also du hast von innen die Tür versperrt? Ich habe von innen die Tür zugesperrt, was ich auch nie mache normal und das Beste war, so, dann war ich halt dann fertig, wollte schlafen gehen und gehe zur Tür zurück und will raus aus dem Bad, dann ist die Tür zu! Voll erschrocken. Und ja, Scheiße. Ne? Habe ich mich quasi selber mir eine Falle gestellt. Mich zu Tode erschreckt damit. Dreh ich jetzt mal um. Nee, will ich nicht. Doch, ob der da ist. Wir können uns nicht ins Haus. Ja, ich erschrecke total, wenn der da jetzt ist. Ja, aber wenn du ins Haus... Ich kann mal ganz langsam... Ha, du Arsch. Da ist er, siehst du? Fuck. Und jetzt? Wir können doch nicht ins Haus, wenn der da ist. Soll ich ihn ablegen und einmal außen rumgehen? Oh, fuck it. Vielleicht ist er keine Seite im Haus. Probieren wir es mal erst bei den anderen. Nee. Da ist... Was machen wir denn jetzt, wenn der uns die ganze Zeit hinterherläuft? Ich laufe mal ein bisschen schneller. Wir müssen irgendwie... Kann ich ihn irgendwie abschütteln? Also habe ich jetzt schon eine Seite aufgehoben? Nein. Ja, was mache ich denn jetzt? Guck mal, ob er da ist. Also er wird jetzt nicht so schnell sein. Da ist er nicht, da ist er auch nicht. Wir müssen ihn ein bisschen, wir müssen praktisch auf Haus zulaufen, ja? Das wäre meine Strategie. Ihn möglichst weit entfernt sehen und dann ganz schnell das Haus durchsuchen. Ja, aber er kommt uns doch ins Haus nach und dann ist er wieder hinter irgendeiner Ecke. Soll ich nochmal gucken? Ja, bitte. Also jetzt ist er noch relativ langsam. Vielleicht steht er auch da. Vielleicht hat er sich gar nicht so... Geh weg, geh weg, geh weg! Du kannst doch! Boah, Mann! Wo kommt der denn? Da habe ich doch gerade in die Ecke reingeguckt. Ist der durchs Haus irgendwie schräg durchgelaufen vielleicht? Keine Ahnung, ey, boah. Es verliert... ist immer wieder gleich schlimm, echt. Wir haben jetzt aber einen total beschissenen Start. Wir laufen jetzt schon eine halbe Stunde rum, haben keine Seite und er ist uns auf den Fersen. Wir kommen noch nie wieder in dieses verfickte Haus rein. Nee, wir kriegen auch nicht mehr alle acht Zeiten. Wir könnten einfach nach Hause gehen. Ja, das war's. Guck mal, wo er ist. Nee. Also jetzt ist er noch nicht so schnell. Also man wird nicht sofort sterben. Er wird nicht in der Nähe sein. Genau, renn ein bisschen. Jetzt guck mal, wo er ist. Damit wir das irgendwie... Hallo. Ah, aber ich will mich immer nicht umdrehen, weil dann... Der teleportiert sich ja auch ein bisschen, oder? Ich glaube, erst später. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Das ist alles ein Quatsch von wegen... Oh, hat das eben gerauscht nach rechts? Das ist alles eine einzige Scheiße. Haben wir nicht gesagt, wir spielen das nicht mehr? Weil es keinen Spaß macht und so. Ich will... Ich muss dieses Trauma besiegen. Also wir müssen alle acht Seiten finden. Sehe ich überhaupt nicht ein. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann joggen. Ja. Ich rechne überall mit dem, weil diesen Regeln, die ihr uns gesagt habt, scheinbar auch nicht gehorcht. Zumindest nicht in dieser neuen Version. Wir müssen... Ich will eigentlich keine Seite aufsammeln, bevor wir ins Haus gehen, aber... Ich will gar nicht ins Haus gehen. Wir müssen ins Haus... Ich will nach Haus gehen. Vielleicht ist ja keine Seite im Haus, vielleicht haben wir ja Glück. Hat nicht einer geschrieben, es ist immer eine Seite im Haus? Da ist eine Seite. Wollen wir anfangen einfach? Ja. Fang einfach an. Scheiße. Always watches. Die Schnauze voll. Total. Ich mache schon extra ein bisschen leiser auf meinen Kopfhörern, weil das war bei der ersten Session auch ein großer Fehler. Du setzt ganz schön ein Bild dran, komm mal ein kleines Stückchen zum Bild. Diese Ton, die Tonkulisse sich da voll reinzuziehen. Ich glaube, ich mache auch das ein bisschen leiser, meine Kopfhörer. Ich habe die viel zu laut. Ich habe das richtig, dieses Wummern im Ohr, was das noch schlimmer macht. Ja, was machen wir jetzt hier mit dem Auto? Soll ich mich umdrehen? Nein, du drehst dich nicht um. Du gehst jetzt irgendwie so im Halbkreis dahin und guckst am. Aber da kommt er bestimmt. Da ist eine Seite, oder? Nee, die ist, wenn dann hinten am Haus. Doch, da ist rechts am Eingang. Ach, stimmt, da ist einer, ja. Und dann geh sofort weiter am Haus vorbei. Bleib nicht irgendwie stehen. Weiter, 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 genau, so am Haus vorbei. Du hast gerade das Motto von dem Buch Das Haus zitiert übrigens, ohne es zu wissen. Ich hab's immer noch nicht gelesen, aber mich das auch total fasziniert hat, was ihr darüber erzählt habt. Aber ich weiß nicht, ob Sie einmal an diesem Haus vorbeikommen. Gehen Sie nicht hinein, gehen Sie einfach weiter. Da ist nichts. Oder so, irgendwie so ähnlich. Da ist wieder das Haus übrigens. Ich kann da nicht reingehen, vergiss es. Gehe ich in der Folge nicht rein, mach ich nicht. Wenn wir 7 von 8 Seiten hätten? Dann ja. Dann frisst er uns aber sofort im Haus. Kannst vergessen. Der frisst uns eh gleich. Der ist direkt hinter uns, wirst schon sehen, aber ich drehe mich jetzt nicht um. Was ist das eigentlich für ein komischer Faktor, dass
man rechnet, dass er hinter einem ist. Ja. Und wenn man sich aber umdreht und er ist nicht da, dann ist man erleichtert und teilweise total angespannt. Wo ist er denn jetzt? Und wenn er da aber ist, obwohl man mit ihm rechnet, dann erschrickt man trotzdem total. Außer manchmal, wenn er ganz weit weg ist, dann ist man manchmal so ja, aber ganz kurz, ein kleiner Minischock, aber dann ist man erleichtert, finde ich. Weil man weiß, das Schlimmste ist, dass man nicht weiß, wo er ist. Das ist das Schlimmste. Und dann der Schock, wenn man ihn doch sieht. Das ist, ach, ist alles schlimm. Ja, und jetzt? Meine Taschenlampe wird ein bisschen funzelig gerade. Nein, nee. Doch, habe ich so das Gefühl. Jetzt auch so das Gefühl, ja. Irgendwie schon, ja, das lässt. Mann, wir hätten so eine ganz frühe Version spielen müssen, als irgendwie noch alles. Als es noch taghell war und der Slender. Nee, aber als man halt, als er nicht von der ersten Seite kam und man halt das irgendwie alles verarschen konnte, das Spiel. Das ist halt immer schlauer geworden jetzt. Dann hätten wir es hinter uns gehabt und wir hätten das nie wieder machen. Alle 8 Seiten, fertig, aus. Unser Praktikant, der Flo, der hat das ja jetzt auch gespielt. Und ja, der war am Anfang sehr skeptisch und wegen, ja, ihr mit einem Slender, komm. Macht zwischendurch immer wieder aus. Also wenn du halt weißt, wo du hingehst, ja. Und der hat das irgendwie wohl nachmittags gespielt und im ersten Stock oder so. Und seine Freundin, jetzt hängt es wieder, jetzt kommt da gleich was auf. Seine Freundin und deren Großeltern oder Eltern oder so waren auch da unten. Und irgendwann klopft es an seine Tür und der ist wohl ziemlich erschrocken in dem Moment. Und dann meinte seine Freundin, ja, egal was du da machst, aber hör auf damit, wir können deine Schreie nicht mehr hören. Okay, jetzt das auch langsam. Ja, vor allem, wenn man es nachmittags spielt. Wir spielen es immer abends im Dunkeln. Ja, da ist keine Seite, ne? Ihr weißt doch gar nicht. Ja, aber auf den zwei ja, genau, ich will da jetzt nicht außen rumgehen. Du musst im Halbkreis rumgehen, dass er nicht. Der holt uns doch eh gleich. Nicht so knapp für dich. Da hab ich mal total Schiss vor. Du musst einen größeren Radius, praktisch immer so Halbkreis. Ja, aber das sind die Bäume. Das Blöde ist, jetzt gehen wir jetzt so weit rum, dass wir jetzt gleich zurückgehen. Das ist die Seite. Ja, es hängt halt, du dummes Spiel. Geht's weiter? Okay. Fuck. Also ich spiele nach der Session nicht mehr, das sage ich dir jetzt. Nie wieder oder was? Heute zumindest nicht. Ja, außerdem haben wir ja festgestellt, dass Fritz und Michi als nächstes dran sind. Ja, das auch. Aber ich will diese 8 Seiten, aber vielleicht. Wir sollten nicht zu viel an einem Abend spielen, weil das gräbt sich sonst echt ins Hirn und lässt einen nicht mehr los. Ich probiere es, glaube ich, gleich nochmal und dann reicht es aber auch. Oder so. Aber vielleicht schaffen wir es auch jetzt. So wird es ja gar nicht klein. Wie viel haben wir jetzt schon? 3? 7 oder? 3? Nee, 2, oder? Nee. Ich glaube 3. Ja, doch, 3, ja. Wo soll ich denn hinlaufen? Ins Haus gehe ich nicht. Der Baum. Beim Wasserturm. Ja, auch muss der sein. Mach's aus zwischendurch. Vor allem, wenn du rennst, da sieht man doch eh nichts. Ja, aber er sieht mich. Ah, nee, wie war das? Wenn die Lampe an ist, dann kriegt er einen eher. Ich glaube, ja. Habe ich, glaube ich, in Readme gerade gelesen. Ja, er ist. Also, ist auch nicht so schön. Also, er entdeckt einen auf jeden Fall schneller, wenn man die Taschenlampe hat. Ich habe diese eine Folge, die ich ja, ich habe ja bis jetzt nur eine einzige gespielt, aber erstaunlich gut. Da ist der Weg, oder? Das, ne? Welche? Da hatte ich ja 4 Seiten. Ja, und bis am Ende dann dieses Debakel kam. Ja. Dein Wahnsinnsschrei. Das war auch der Hammer. Kein Wunder mit dem Ende, dass ich da so einen Schock hatte. Das war aber auch ein ganz komischer Zufall mit diesen dauernden Abstürzen vom Spiel, also diese Hänger, und dann ging es wieder kurz an der Standard auch gerade. Eigentlich wäre das halt noch viel fieser. Das ist ja dieses, ich dachte eher nach links, da war doch irgendwas. Da waren wir schon, das war der. Der gelbe Wohnwagen oder was das war, dieser Container. Wenn man halt diese Wall, Fourth Wall praktisch, also zwischen dem Leiser. Spiel. Ja? Ja, hab ich gerade gesehen. Okay, dann ist er weit weg. Wenn man diese. Aber wieso kommt denn. Ich dachte, er ist hinter uns her. Wenn man diese Barriere einreißt zwischen Spiel und der Realität oder zwischen dem Inhalt des Spiels und was du ja aufnimmst, solche oder was auf dem PC stattfindet, ja, auf der zweiten Ebene. Ja. Und das ist ja praktisch das letzte Mal durch die Abstürze unfreiwillig sich vermischt. Ja. Dass das immer so ja, gehangen ja. hat. Und dann dachtest du, das Spiel ist vorbei. Und dann ist ja doch noch was passiert. Und das war eigentlich noch viel schlimmer. Wenn er geschickt wäre, würde er das einbauen. Weißt du, dass er auch den Desktop mal kurz anzeigt. Ja. In der Verbindung immer denkst, vorbei. Und dann nochmal den Schocker, weil das war das Allerschlimmste. Das ist ja in Batman Arkham Asylum so genial, als es diese eine Stelle gibt, in der. Das so aussieht, als wäre die Xbox eingefroren oder halt das System, auf dem man spielt. So, hör, wieso geht jetzt nichts mehr? Und dann kam so ein Menüscreen und dann, wenn du aber genau hinschaust, steht da irgendwas von wegen, ja. Ja. Wenn das gut gemacht wird. So, das ist immer super, wenn die vierte Wand, nennt man es ja, oder die vierte Mauer, wenn die doch brochen wird. Ja. Wie bei Metal Gear damals. Und letztes Mal war es halt in Slender im dritten Teil. Die haben wir schon aufgehoben, oder? Am Baum? Ich weiß nicht mehr, wir haben an dem. Was
du so nicht auf der rechten Seite geguckt. Ja? Okay. Ich weiß nicht, wo ich noch hingehen soll, ehrlich gesagt. Es gibt dieses Mauerkreuz. Ja, aber ich weiß nicht, wo das ist. Da kommen wir irgendwie nie vorbei in der Ecke. Das müsste da hinten rechts sein, glaube ich. Also jetzt hier schon in der Nähe, das Mauerkreuz. Da ist Zaun. Null Orientierung gerade, scheiße. Was da rechts? Da ist auch der Weg aus, oder? Ah, da ist der Zaun. Vielleicht, okay. Also ich halte mich wacker von der Länge, aber ich finde einfach die Seiten nicht. Ich habe null Ahnung, wo das Länder sein könnte. Weil das immer funzlicher gerade, die Lampe. Mir wäre es ganz recht, wenn wir den jetzt mal wieder irgendwo hinter uns sehen können, dann natürlich umdrehen. Das hat gerauscht gerade, oder? Das statische Rauschen. Boah! Geh weiter! Nicht! Nee, der war. Ja! Ich habe ihn ja angeschaut. Scheiße, aber. Ich habe ihn nicht gesehen, ne? Da war ausgerechnet auch der Turm, wo ich hin wollte. Aber wo kam dieses Pfeifen her? Was bedeutet das Pfeifen, dass er einen schon fast hat, oder was? Hast du ihn gesehen? Ich habe es nur gehört, erst das statische Rauschen und dann dieses Geräusch, wenn er dich eigentlich direkt anguckt. Hast du ihn gesehen gerade? Nee! Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen, ich hab's nur gut. Und die Lampe wird total funzlig gerade schon. Was mache ich denn jetzt? Wo gehe ich denn jetzt noch hin? Da kommen wir her, von dem. Ja, von ja, dem da, klar, aber der Turm, wo auch eine Seite dran wäre, da konnte ich jetzt dann nicht. Dann geh halt so einen Halbkreis jetzt dahin langsam. Ich gehe nicht durch den Wald. Warum nicht? Mache ich nicht, weil jede Landmark am Weg ist und ich gehe nicht durch den Wald. Ja, wir kennen doch diese Wege zwischen den Landmarks überhaupt nicht. Ja, trotzdem, aber ich weiß, dass ich, wenn ich den Weg lang gehe, dass ich irgendwo rauskomme. Und beim Wald, da. Boah, vergiss es. Da schauen die Bäume schon. Das ist total unfair, dass du auch angefangen hast zu spielen. Ich spiele heute eigentlich nicht nochmal. Wieso nicht? Ja, weil ich möchte anfangen. Ich bin jetzt dann schon wieder, wenn ich dann spielen darf, das ist schon wieder ein nerviges Wort. Ja. Ja, May. Ja, nix, ja, May. So ist das halt, gell. Erreicht man alles über Wege. Warum war der denn plötzlich da? Weiß ich nicht. Der folgt halt, er teleportiert sich auch ein bisschen. Er folgt halt nicht unbedingt den Regeln, gell. Da waren wir doch auch schon 1000 Mal. Ja, deswegen. Da kam ich natürlich genau her. Wir sind den ganzen Weg da lang gegangen bis da hinten und dann. So, also die Richtung da lang geht es jetzt auf jeden Fall zu dem Turm ungefähr. Ja. Ich habe jetzt gerade nicht genau. Dann geh einfach mal da lang. Die Lampe wird gerade so. Also, bringt aber halt gar nichts mehr. Ja, schon arg finster, gell. Mann. Was ist da hinten? Das Haus wieder, oder? Da ist, oh. Da gehe ich aber nicht rein. Mal, wir müssen eigentlich total schnell zum Haus. Nächstes, also, und das durchsuchen und dann. Ja, und dann? Und dann den Rest abklappern. Aber ich sterbe vor Angst im Haus. Jetzt hängt's wieder. Mein Gott. Was war denn von den Häusern und von den komischen Tanks. Hinter dem Haus sind die Tanks. Genau, und links davon kam mir doch letztes Mal irgendwie her. Was war da denn nochmal? Ist da der Wasserturm? Nee, was? Da war mir die erste Seite geholt, links davon. Den Tunnel habe ich auch noch nicht mehr gesehen. Stimmt. Und die Lampe bringt langsam echt nichts mehr. Scheiße. Die lädt sich auch nicht mehr auf, gell? Nee. Die Kondition, ja. Die keucht dann irgendwann die Dame. Achso, ich dachte die Ausdauer verringert sich auch kontinuierlich. Die verringert sich, aber die lädt sich wieder auf, wenn man geht oder wenn man stehen bleibt vor allem. Aber stehen bleiben ist keine gute Idee. Das haben wir auch in Folge 2 was rausgefunden, dass sich langsam vortasten auch keine Option ist. Tja, ich weiß nicht, was tun. Man sollte nicht rennend die Lampe einmachen, weil dann. Hast du eh nichts davon? Nee. Da sind wieder diese Dinger, die habe ich schon abgesucht, gell? Die Steine? Ja. Ich habe langsam ein Gefühl dafür. Ich weiß jetzt zumindest, wo die Steine sind. Die sind vom Haus aus hinter den Tanks. Also Haus dahinter die Tanks, dahinter die Steine. Ja, rechts. Kannst davon. Du mir auch sagen, wo das Slenderman ist? Hier bin ich, glaube ich, vorhin auch schon mal lang gelaufen. Rechts von den Steinen? Ich glaube, letztes Mal sind wir. Doch, wir sind genau im Kreis und dann da lang. Wo kommen wir denn zu dem blöden Wasserturm? Den kann ich nicht richtig einordnen. Oh, ja, das war's dann mit der Taschenlampe. Echt? Die ist aus jetzt? Ja. Na, bravo. Ich mach mal kurz meinen Kopfhörer leiser. Weil. Ah, ich bin lauter gemacht. Fuck, der geht nicht leiser. Ja, was mache ich denn jetzt?
kann ich eben kurz rausgehen aus dem Zimmer und du suchst den Slenderman und stirbst und dann fangen wir neu an? Nee. Ich muss mich jetzt wahrscheinlich erwischen lassen. Das ist aber richtig schwierig mit der Lampe und so. Vielleicht ist es auch wieder schwerer geworden, keine Ahnung. Ja, die Version, die wir jetzt spielen, das ist die, die es schon gab, als wir die ersten Folgen hochgeladen haben. Da habe ich nur vom falschen Download-Server die Version gezogen und da gab es die aber schon. Das heißt, alle Tipps, die... Wir hatten letztes Mal 092, wo die Leute die Tipps geben, können auch eine alte Version haben und die von 2 Wochen runtergeladen haben oder so. Ja. Wir haben letztes Mal 092 gespielt oder 0921. 0901 war es, glaube ich. Jetzt ist es 094, soweit ich weiß. Irgendwie sowas, irgendwas mit einer 4. Kann jetzt einfach kurz erwischen, irgendwie kurz und schmerzlos. Ich brauche einfach nur stehen bleiben, dann hat er uns irgendwann, aber das so einfach mache ich es ihm auch nicht. Gib mir Shell. Ja, ich sehe auch so fast nichts mehr, gell? Tja. Das ist ganz schön öde, Leute, deswegen werdet ihr umso mehr erschrecken. Komm, und wir auch, wenn wir uns jetzt dann doch mal... Ich will es eigentlich am liebsten abbrechen. Ach, abgebrochen wird hier nichts. Oder doch? Weiß ich nicht. Ja, nee, was wäre denn das? Was ist das für ein Ende? Ja, nö. Wir geben auf. Ja, so finden wir doch nichts mehr. Das ist doch ein Quatsch. Da ist der blöde Baum, ne? Aber irgendwann laufe ich doch mal auf ihn zu. Oder irgendwann hat er mich doch, oder nicht? Automatisch. Finde ich irgendwie auch nicht so richtig. Und irgendwann finde ich schon nochmal eine Seite. Was ist denn jetzt wieder? Das hakt gerade. Gucken wir gleich wieder. Hakt's richtig? Ja, es geht gerade gar nichts mehr. Ja, da wundert ihr euch jetzt, warum wir auf einmal Platz getauscht haben. Uns ist gerade das Aufzeichnungsprogramm abgeschmiert, deswegen hatte diese merkwürdige Slender-Folge gerade kein vernünftiges Ende, was gar nicht so schlimmer war, es war ja eh total langweilig. Ich war ganz froh, dass es zu Ende war, weil wir liefen ohne Taschenlampe rum, wussten nicht genau, wo wir hin sollten, konnten aber auch nichts mehr sehen. Also hatten gefühlt keine Seite und gefühlt immer den Slender im Nacken, aber der war so faul, dass er uns nicht mal erwischt hat. Deswegen machen wir es jetzt für euch und uns spannender und Martin spielt. Und das wird ganz toll, das verspreche ich euch jetzt schon. Du weißt, dass ich nicht gern spiele. Du weißt aber, dass wir gern zugucken. Ja, für euch mache ich das. Nicht, für dich nicht, Daniel. Ich sitze hier eh nur rum. Also, ich versuch's gleich. Ihr wisst, wie das endet. Aber ihr habt so gewollt. Super lustig. Wir also, sehen uns gleich bei Folge... Irgendwas. Genau. Bei Slender wahrscheinlich morgen. Ciao.